Das ist eine Gerätekategorie, die irgendwie jahrelang so ein Schattendasein geführt hat, weil die gefällt dem Handel auch nicht so gut, weil die brauchen viel Platz. Und wenn man Platz- und Flächenrendite orientiert arbeitet, dann stellt man sowas nicht ins Regal. Gewinnt aber jetzt immer mehr an Anteil, weil es eben ein großartiger PC ist, weil alle diese All-in-One-PCs, Sie sehen es auch mit dem jungen Mann, der da gerade rumarbeitet, haben in der Regel Touchscreens. Das heißt, Sie können Programme nicht nur mit der Maus bedienen, sondern auch mit dem Finger. Sie können Bilder groß aufziehen, Sie können hier Landkarten scrollen, in die Welt reinzoomen und solche Sachen machen. Die meisten All-in-One-PCs sind beispielsweise dann auch noch gleichzeitig ein Blu-ray-Player und ein Fernseher mit einem eingebauten Videorekorder, weil Windows auch das Windows Media Center enthält. Das ist eine Software, die kostenlos bei Windows mitgeliefert wird, mit der Sie Filme gucken können, Fernsehen aufnehmen können. Der Fernsehtuner ist dann gleich drin. Das heißt, es ist so ein flexibler Multifamilienbenutzer, mit dem Sie eigentlich alles machen können, was Sie wollen. Eine Fernbedienung ist dann auch noch dabei bei so einem Gerät und ganz praktisch, wenn ich beispielsweise ganz viele Fernsehsendungen aufgenommen habe und ich möchte jetzt eine bestimmte Folge von Tatort, vielleicht Tatort aus Berlin gucken, dann kann ich die Fernbedienung umdrehen, da ist eine richtige Tastatur drauf und kann dann mit der Suchfunktion beispielsweise die Fernsehsendung, die ich aufgenommen habe, auch ganz einfach finden. Von den Kollegen von Sony haben wir was Schönes Buntes dabei gemacht hier, Sony Serie Vario C. Das sind PCs, die gibt es in wahnsinnig vielen Farbkombinationen. Dieses Orange ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber den können Sie bei Sony in x verschiedenen Variationen, auch mit unterschiedlichen Tastaturfarben und so weiter bestellen. Und ist ein typisches Beispiel dafür, wie individuell der PC-Kauf inzwischen ist. Dadurch, dass ich so einen PC eben als Werkzeug täglich mit mir rumtrage, viel benutze, gerade junge Leute, die natürlich mit dem Laptop für Schule und Studium arbeiten wollen, wollen, dass es auch ihr PC ist und haben bei vielen Geräten die Möglichkeit, da inzwischen was auch am äußeren Design zu verändern. Noch ein Gerät von Asus, jemanden, der viel mit Sound zu tun hat, der bei dem besten Klang haben will, das ist der Asus N55. Das ist ein Multimedia-Laptop, der ist ein bisschen größer, der ist ein bisschen schwerer, ist aber auch besonders schnell, da können Sie HD-Videoschnitt mitmachen und damit sich Ihre HD-Videos auch richtig gut anhören, wird der PC mit einer zusätzlichen Bassbox geliefert. Können Sie nachher mal ausprobieren, wenn Sie die abstecken, haben Sie so einen typischen blechernen Laptop-Sound und wenn Sie die anschließen, diese Bassbox, dann klingt dieses ganze technische Gebilde hier gar wunderbar. Eine Gerätekategorie, die dieses Jahr an Weihnachten auf den Markt gekommen ist, das sind die sogenannten Ultrabooks. Da haben wir mehrere Vertreter von hier. Ich habe jetzt hier ein Gerät von Lenovo. Was heißt Ultrabook? Das ist so eine Marketinggeschichte von der Firma Intel. Bedeutet aber, das sind eben sehr kleine, sehr flache und in der Regel auch sehr leichte PCs, die aber das allererste Mal keine Kompromisse mehr eingehen müssen in Bezug auf Leistung und in Bezug auf Batterielaufzeit. Das heißt, so ein Gerät hier, so ein Ultrabook, ist so schnell wie ein ganz normaler Laptop und hält problemlos 6 Stunden lang mit einer Batterieladung durch. Das konnten Sie vor 2, 3 Jahren mit dem Laptop garantiert nicht machen. Der hat entweder nach 3 Stunden aufgegeben oder war eine lahme Möhre. Und das ist das Interessante eben an den Geräten, dass all diese Faktoren, die man sich wünscht, es soll klein sein, es soll schnell sein, es soll ausdauernd sein, dass die jetzt endlich in einer Gerätekategorie vereint sind. Da gibt es mehrere Geräte da. Der Lenovo beispielsweise ist mein persönlicher Favorit, weil der eine besonders angenehme Tastatur hat. Drüben haben wir ein Gerät von Toshiba aus der Z-Serie. Das ist sehr spannend, weil es einen matten Bildschirm hat, den manche Leute bevorzugen. Die meisten haben so glänzende Bildschirme und weil es ein paar Anschlüsse mehr hat als andere Geräte. Und dann haben wir drüben noch ein Gerät beispielsweise von der Firma Asus. Auch aus dem Ultrabook-Bereich, das noch mal flacher ist als alle anderen. Kollege meinte letztens zu mir, als ich damit ins Büro kam, damit kann man ja Salami schneiden, weil der hat so einen keilförmigen Metallrahmen, der wirklich relativ scharf aussieht. Verkaufspreis? Können wir nachher drüber reden. Gut. Das ist so eine Serie Z. Z in der letzten Buchstabe im Alphabet. Ist wahrscheinlich, um auch zu sagen, mehr geht nicht. Was Sony gemacht hat, ist, hat hier alle möglichen Laptop-Komponenten eingebaut, um das schnellstmöglich mit den Büroauflösungen zu bauen. Aber wer jetzt besonders leistungsfähige 3D-Grafik haben will und Blu-rays gucken will, wenn man das hier alles noch in das Gerät einbauen würde, dann würde es groß und schwer werden. Deswegen haben sie diese Funktion ausgelagert in diese externe Box. Da ist ein Blu-ray-Laufwerk drin und, das ist eben neu für Technik-Freaks, auch eine externe Grafikkarte, die das Gerät beschleunigen kann. Das heißt, wenn ich es zu Hause anstecke und beispielsweise auch mit einem großen Monitor verbinde, habe ich genau dieselbe Leistung wie mit einem extrem teuren Desktop-PC. Auf der Straße kann ich es aber benutzen wie einen ganz normalen Laptop und habe halt immer meine Daten dabei.
Samsung hat hier ein Gerät, den Samsung Serie 900. Das ist meine Kategorie Outdoor-PC, auch wenn er eigentlich eben als super flaches Gerät verkauft wird, eben genauso wie die anderen Ultrabooks auch. Aber der ist wirklich unkaputtbar, der hat so einen speziellen Metallrahmen. Mir ist so ein Gerät mal runtergefallen und danach war eine Bodenfliese kaputt, aber nicht der PC. Und außerdem hat er einen Bildschirm, den Sie draußen im Freien bei jeder Beleuchtung einwandfrei lesen können. Der ist extrem hell, extrem entspiegelt. Das habe ich selber dann ausprobiert letzten Sommer. Dass das wirklich geht, das ist ja ein Problem, das wir bei vielen Laptops haben. Also das ist wirklich so eine Variante von Gerät, wenn man wirklich unter viel unterwegs ist und unter beliebigen Verhältnissen arbeiten muss, das haben kann. Von Medion haben wir einen klassischen Gaming-PC. Was zeichnet ein Gaming-PC aus? Junge Leute brauchen die volle Leistung, wollen aber möglichst wenig dafür bezahlen. Wie hier steht, hat er irrsinnig viel Festplattenplatz. 16 GB RAM, schnellstmögliche Prozessor, schnellstmögliche Grafikkarte, alles da drin. Nur damit Leute, die zum Beispiel Spiele benutzen wollen, wirklich das bestmögliche Erlebnis haben. Noch ein All-in-One-Gerät habe ich hier von der Firma HP. Und HP versucht eben das Thema Touch, wie ich also Geräte benutzen kann, die ich auch mit dem Finger bedienen kann, hier beispielsweise, wie ich die benutzbar machen kann. Wenn ich jetzt hier so auf einer Anhöhe stehen habe, ist das ja schön und gut. Wenn der aber bei mir zu Hause auf dem Tisch stehen würde, auf normaler Arbeitshöhe, könnte ich nicht viel mit anfangen. Da habe ich die normale Arbeitshaltung so, eben mit Tastatur und Maus. Aber wenn ich beispielsweise im Vorübergehen Musik bedienen will oder im Vorübergehen mal eine Webseite anschauen will, dann kann ich das Gerät einfach, guck mal, nach hinten klappen. Und jetzt klemmt es hier, großartig. Er hat offensichtlich den Transport überlegt. Kann ich den nach hinten klappen, damit arbeiten und wenn ich im normalen Modus wieder dran sitzen will, wieder nach vorne klappen und damit eben diese Touch-Bedingung mit dem Finger ganz gut benutzen, wenn ich neben dem Tisch stehe. Wenn Sie ein bisschen Zeit haben, Toshiba hat uns hier was ganz Außergewöhnliches mitgegeben. Das ist ein Gerät, mit dem Sie 3D-Filme gucken können, ohne eine Brille. Das heißt einfach, indem Sie sich vor dem PC davor stellen. Der Haken daran ist, deswegen zeige ich Ihnen das jetzt nicht, das kann immer nur eine Person sehen, weil diese eine Person wird von der eingebauten Kamera beobachtet und das 3D-Bild wird so nachgeführt, ihrer Augenposition entsprechend. Deswegen kann eine Person ohne Brille hier einen 3D-Film sehen. Ansonsten ist es auch ein High-End-Multimedia-PC mit allem Komfort und allen großen Dingen. Hier haben wir ein Touchscreen-Gerät, nochmal und zwar einen sogenannten Tablet-PC, den Sie mitnehmen können. Tablet-PC in dem Fall bedeutet, das ist ein vollwertiger PC, mit dem Sie auch Word und Excel nutzen können und eben auch präzise arbeiten können mit dem Stift. Und jetzt blamiere ich mich wahrscheinlich wieder, aber präzise arbeiten mit dem Stift bedeutet, dass diese Geräte tatsächlich Handschrifteingabe können, wenn ich hier also anfange und einfach ebenso schnell aus der Hand raus kritzle. Hat er den Text, ne? Hat er den Text fehlerfrei erkannt? Das ist eben was Sie mit kleinen, preiswerten Geräten aus diesem Tablet-Bereich nicht können. Die können Ihre Handschrift nicht lesen, also professionell arbeiten müssen. Gibt es auch Windows-Geräte, die